Ich bin der Chor der Theaterwissenschaftler. Innen. Als man mir sagte, ich mache Hamlet, da habe ich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, naja, ich finde Hamlet problematisch. Also habe ich ihn nie gelesen. Hamlet ist wichtig, darum ist anderes wichtiger. Hamlet ist wie Beyoncé. Hamlet war nicht Teil meines Studiums. Hamlet ist ein Tab unter vielen im Browser. Hamlet steht auf der Liste der Werke, die man eigentlich gelesen haben müsste. Neben Faust, Die Räuber, Don Quixote, Krieg und Frieden, Alles von Nietzsche, Kabale und Liebe. Moment, das habe ich gelesen. Heiner Müller, René Polisch, Das postdramatische Theater von Hans-Thies Lehmann und dieser osteuropäische Autor, dessen Namen ich immer vergesse, aber von dem Ingrid sagt, der ist jetzt der heiße Scheiß in Berlin. Berlin. Der Sticker im Glashaus sagt, Bayreuth braucht kein Berlin. Ich sage, also Leid ist schon immer besser. Aber in ländlichen Regionen, wo man da nicht, oder wenn man finanziell nicht, dann ist das schon gut. Also sinnvoll, dass das im Fernsehen übertragen wird. Meine Tante sagt, ach, dann sieht man dich bald im Tatort. Nee. Und was machst du dann da? Ich mache voll das gute geisteswissenschaftliche Grundlagenstudium mit einem phänomenologisch-ästhetischen Fokus. Aha. Und was macht man damit? Einen Master. Ich bin der Chor der Theaterwissenschaftler. Innen. Ich bin so laut und crazy und immer gut gelaunt. Ich habe schon als Kind immer gern Theater gespielt, aber ich finde auch Wissenschaft wichtig und gucke gern Filme. Jetzt bin ich hier. Etwas in mir bricht ab, geht nach Berlin, Berlin, und wird Schauspieler. In. Was bleibt, macht Projekte und Praktika. Alles hat schon ein Praktikum gemacht. Was noch kein Praktikum gemacht hat, muss ich ranhalten. Beim Praktikum hört der Spaß auf. Sie sagen, bilde Banken. Aber donnerstags hat etwas immer Akro-Yoga und etwas anderes mittwochs Zumba und irgendetwas ist schon wieder im Praktikum. Über die Katasitz wird auf Doodle entschieden, aber nichts trägt sich ein.